Peggy 18. Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play God of War. Oh, hier ist das letzte Symbol, das wir noch brauchen. Ich müsste oben drauf schießen. Diese komische Truhe. Ein B haben wir jetzt. Ist der jetzt offen? Logan, hinter dir! Du meinst... Achso, jetzt... Wir haben übrigens diese Dinger da noch gesehen. Also. Dann lies mal vor. Naja, ich vermute, du liest das eben nicht vor. Aber egal. Interessant. Ja, mal schauen, was er denn interessant findet. Oh, sehr viel Text. Naja, gut. Der große Berg. Als der große Berg noch kalt war, war es Melua und Nopreis, die in Leben einhauchten. Rastlose Seelen aus weit entfernten Ländern, die von Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration einander fanden. Und miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie erbauten eine geheime Brücke, die bis auf den Gipfel des Berges von Midgard reichte. Dort errichteten sie ihre Feuerstellen und ihre Festung, um frei von Prophezeiungen zu leben und nur sich selbst und einander zu kennen. Der Berg wurde zur Flucht für Ausgestoßene und Künstler für Jotner und neue Freunde. Und viele weitere Seelen pilgerten zu diesem Licht in der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor den Sturm suchen, niemals den einst so eingeladenen Geist des Berges vergessen. Klingt, als sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. So, ich wollte diese Dinger ja runterschießen, eigentlich. Ja, hat gut funktioniert, nämlich gar nicht. Auf der ersten Stelle, Seite, da war das B. Frage ist jetzt noch, ob das B funktioniert hat. Ja, das sieht so aus. Es ist halt lustig, dass hier keine Runen drauf sind, sondern ihr müsst die Wände anschauen, ne? R und B. Was, dass ich es hinbekommen habe? Oh, wir haben 2 von 3, wie dieses Blutmet. Mal sehe ich's. Aber dann bin ich am richtigen Ort eigentlich weitergegangen. Vorhin. Wollte schon sagen. Irgendwas muss da doch geben. Das nenne ich Hacksalber. Komisches Zeug eigentlich. Kam man auf die Idee... Oh, wir nennen das einfach mal Silber. Naja, es braucht noch einen besseren Namen. Ja, sagen wir einfach Hack. Silber, oh. Unsicher, ob wir da weiter sollten, aber... Hier ist was Interessantes wahrscheinlich. Davon gibt es sicher noch mehr. Becher gefunden. Die Bergriesen waren so kreativ. Selbst diese Becher sind kleine Kunstwerke. Kein ähnelt dem anderen und jeder ist etwas Besonderes. Mal sehen, wie viele wir finden. Sie scheinen sehr selten und wertvoll zu sein. Hm, sieht interessant aus, ja, der Becher. Das sollen die Riesen dargestellt haben. Vielleicht haben sie sich auch einfach Riesen genannt, damit die Leute dachten, oh, da leben immer Riesen. So. Okay.
Na dann, wo ging's weiter? Genau hier. Oh, wieder so ein Schlachtfeld, das heißt. Ich muss ehrlich sagen, ich war ja schon... ganz schön viele Leichen. Ich war ja schon mal in der Höhle drin, aber so gerne war ich nicht in der Höhle drin. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Oh, ich glaube, da wird sich bald mal was ändern. Die Statue, die sind drüben. Ja, aber pass auf. Wir brauchen noch ein bisschen Hack selber hier. Sich ein Stück. Wir haben hier wieder eine Truhe, die wir zerstören können. So, schieß mal auf das wunderbare Ding. Ach, die Türe kann mir nicht zerstören. Gott. Ja, du bist wahrscheinlich echt, wollte ich sagen. Oh, Schriftrollen. Junge. Jawohl. Wir nehmen aber nur die eine mit. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Schriftrolle gefunden. Die Schlange ist dessen Sprecher nicht mächtig. Okay. Aber ihr feindseliges dessen Asen gegenüber ist undenkbar. Die Zerstörung von Tyris Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich entdeckt. Somit würde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreichen. Der Rabenwächter. Also irgendwas mit der Schlange damals. Okay. Wir kriegen auch noch Erfahrungspunkte. Interessant. Kannst du das lesen? Ja, Vater. Jetzt ist er wieder voll motiviert. Oh, das ist Dörathror, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Hä? Wollte es jetzt eigentlich nachlesen, was er in Tagebuch verfasst hat? Ah, okay, dann halt nicht. Der hat ein Schwert? Wow. Hier gibt es wirklich einen Zauber. Ich dachte, wir hatten hier gerade ein komisches Ding. Ich habe aber nur ein bisschen Schaden bekommen. Ah, hier haben wir dieses komische Tor. Wieder. Oh. Das war's nicht. Ja, auch von der Seite kann ich es nicht zerstören. Sieht nicht so einladend aus. Naja, nicht ganz. Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Das Lustige ist, ich muss anvisieren, um ihm zu sagen, wo er hinschießen muss. Können wir hier hoch? Oh. Ah. Und was gibt's Schönes?
Ich glaube, das war ja das, was wir auch zum Verbessern brauchten. Deswegen macht es auch immer Sinn, irgendwie ein bisschen auf Abwägen ge zu gehen, um herauszufinden, was wir brauchen. Wow, der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Es ist ein Name, glaube ich. Hreislir. Das heißt Schrecken. Okay. Was ist das? Was ist was? Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Oder doch? Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey, wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die Toten brauchen keine. Augen offen halten. Okay. Wir werfen es mal runter. Ich weiß, dass er runtergehen will. Aber wir machen uns einfach den Weg nach unten. Das sind wie die Abkürzungen in The Legend of Zelda oder so. Macht nämlich manchmal Sinn. 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 Sinn, Sinn. Einfach Sinn. Ja, das Hacksilber zu finden macht natürlich auch sehr viel Sinn. Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut. Natürlich macht Spaß, wenn dann hier... Hallo! Und dann ist ein Echo. Hallo! Aber ich verstehe es schon. Wir wollen nicht die Aufmerksamkeit von allen anregen, sage ich mal so. Oh, es bleibt auch oben. Okay. Oh, das wird ja immer interessanter hier. Wow. Herz des Berges. Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Klingt gut. Benutzen wir sie. Ich weiß nicht. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Okay. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Das habe ich schon verstanden beim ersten Mal. Ah. Wieder dieses. Diese Blutranken. Ich nenne sie einfach Blutranken. Wahrscheinlich heißen sie völlig anders. Kann ich denn hier machen? Irgendwie Ach. Muss ich die Kralle aktivieren lassen. Okay, und da drauf? Das Ding fährt nirgends hin. Ja, das habe ich ja schon verstanden. Ich kann da nur nicht hoch. Was steht da? Ja. Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötner. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Ja, so kann man das sagen. Nur Zwerge. Cluster! An der Fackel ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seil. Wird sie dann gut sein? Hallo, zwing dich Komm. Durch. Junge. Junge, zuerst durch, dann ich. Dann nochmal zurück am besten. Nein, nein. Ich mach dir nur Scherz. Was? Hast du wieder was gehört? Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können. Junge!
Sehr gut funktioniert. Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Kann ich da noch was machen? Sitzt fest. Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben. Nachdem wir, weißt schon, wieder los sind. Ja, mal schauen. Auch mal schauen, wie lange ich den Part hier mache, weil das der letzte Part für heute gerade ist. Lustig ist, wenn er selber Pfeile schießt, dann zählt das nicht für die drei. Ich war gut, oder? Deine Fähigkeiten wachsen weiter. Können wir hier irgendwas machen? Wir müssen das Seil aus dem Chaos befreien, das du da oben angerichtet hast, Junge. Vielleicht kommen wir ja durch den geöffneten Gang darauf. Wird sich zeigen. Oh, ein Vogel! Also den müssen wir treffen, ne? Nur falls da jemand sagt, puh, der schießt wieder auf Vögel. Oh. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles. Hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein. Sagt mal, ihr seid nicht zufällig an einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgut für keinen Schmerz, klingt betrunken, ist aber einfach nur langsam im Kopf. Hey, was meinst du, wie ich das finde? Wenn ich im Rasen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben einem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder hat der Asen gesagt? Wie die Götter? Nein. Wow, wie groß ist das hier? Es ist ein Berg. Groß. Na, ja, kommt dann vorher wie in der Schweiz einfach alle Berge durchlöchern, ne? Kann ich da oben drauf? Ja. Die Frage ist nur, was bringt mir das? Weil ich eigentlich unten die Truhe öffnen will. Ah. Ach, eigentlich wollte ich gar nicht die Wölfe rufen. Ah. Was finden wir denn hier? Die Musik klingt interessant. Ah, jetzt können wir da unten durch. Nice. So, wie soll ich sagen, ostorientalisch, also so mehr oder weniger so asienmäßig, also in, oh. Was meint er mit Fallen? Na, gut. Aber liebe Leute, an der Stelle würde ich schon fast wieder sagen, es ist wieder vorbei für den Part. Danke fürs Anschauen, habt einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir reden nochmal kurz mit ihm. Seid besonders vorsichtig da draußen, ihr zwei. Die Straßen bringen in letzter Zeit mehr als ihr übliches Kontingent an toten Arschlöchern hervor. Schon gemerkt. Und woher kommen die? Vielleicht war in Hel kein Zimmer mehr frei. Oder vielleicht zettelt Odi mal wieder Ärger an.
Vielleicht haben sie sich auch einfach verirrt. Warum fragst du nicht einen, während er dir dein Gesicht abnagt? Wir sind vorsichtig. Sag ich doch. Jedenfalls danke fürs Anschauen, habt einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play God of War. Was hast du hier hinten noch versteckt? Wir machen hier ein bisschen Angst. Eigentlich nicht. Naja, tschüss. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Die Axt, die du da hast, du musst sie gut behandeln. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer.